Schaum hier mit dem Orthopäden auch schauen, ob ein Fuß gesund ist. Und da muss ich jetzt einfach mal relativ gerade von oben reindrücken. So, mit dem einen Fuß. Und so mit dem anderen Fuß. So, das bringe ich jetzt mal hier zu unserem Experten an den Tisch. Und ich kann Ihnen verraten, dass ich als Kind immer Einlagen tragen musste, weil ich angeblich Plattfüße hatte. Ist das noch so? Oder hat sich daran irgendwas geändert? Jetzt also, die Schnelldiagnose. Also Plattfüße sind es mit Sicherheit nicht. Juhu! Man erkennt hier ein Längsgewölbe, was mit dem Plattfuß nicht vereinbar wäre. Der Plattfuß würde das Längsgewölbe komplett aufheben. Man sieht sonst keine wesentlichen Vertiefungen, wo Druckspitzen jetzt erkennbar wären. Also ich würde sagen, das ist ein normgerechter, altersentsprechender Befund. Normgerecht und altersgerecht. Na gut, was das auch immer heißen soll. Alles im grünen Bereich auf jeden Fall für dich. Es gibt aber auch andere Fälle, da sieht es ganz anders aus. Da wird es nämlich auch ein bisschen gefährlich. Da vorne haben wir ein paar Sachen aufgebaut, die wir gerne besprechen wollten. Genau, das ist der Plattfuß nämlich. Da kann man ihn mal sehen, einmal im Trittschaum. Ich weiß nicht, ob man so als Laie den Unterschied in diesem Trittschaum so erkennen kann, dass das also hier viel platter ist. Deswegen haben sie uns noch mal so einen Ausdruck mitgebracht, wo man quasi die Druckbelastung über die gesamte Fußsohle sieht. Und da sieht man wirklich, das ist komplett platt. Ja, man erkennt vor allem auch, dass auf der Innenseite mehr oder weniger eine konvexe Darstellung des inneren Fußrandes ist. Der normalerweise, ist so eine Beule ist da. Genau, der wäre gerade. Hier ist das Sprungbein quasi nach unten weggetreten und drückt jetzt auch hier im Trittschaum quasi das Längsgewölbe komplett durch. Das ist eine komplett ebene Fläche geworden. Was ist denn das Problem überhaupt dran? Also was passiert mir denn dann, wenn ich Plattfüße habe, außer dass es vielleicht nicht so schön aussieht? Die können schmerzen, die Plattfüße. Vor allen Dingen werden die Bänder und Sehnen, die normalerweise nicht die Längendehnung erfahren, werden jetzt gestreckt. Gelenkt quasi. Und die Gelenke, die in einer anderen Position ursprünglich zueinander stehen, werden jetzt in eine andere Position gestellt und können da einen übermäßigen Druck erfahren. Und ein übermäßiger Druck könnte letztendlich auch dazu führen, dass die Gelenke irgendwann in einer Arthrose enden. Das zum Thema Plattfüße und diese Deformation. Ein paar Bilder haben wir vorbereitet, die wir uns auch gerne mit Ihnen noch mal anschauen wollten. Das sieht ganz nach meinem linken Fuß aus, wenn ich das so sagen darf. Was ist das? Das ist eine sogenannte Ballenzehe oder der Fachmann sagt Hallux valgus. Man erkennt, dass die Großzehe hier nach außen abweicht, dass der knöcherne Ballen sichtbar ist. Man erkennt leichte Rötungen, die durch den Schuh verursacht sind. Und wenn man jetzt längere Zeit einen zu engen Schuh trägt, dann würde sich über diesem knöchernen Ballen ein Schleimbeutel entzünden. Das tut erheblich weh. Haben, glaube ich, viele Leute, viele Frauen wahrscheinlich auch durch die hohen Schuhe. Ist da ein Zusammenhang? Es ist eine Folge auch des Tragens hoher Schuhe, nicht die einzige Folge und die einzige Ursache, aber die hohen Schuhe mit der Überlastung des Fußes, 80% der Last geht auf den Vorfußes, führt dazu, dass hier zum Beispiel das innere Seitenband irreversibel geschädigt wird. Also das wird überdehnt und es bildet sich nicht zurück. Hier sehen wir auch das Röntgenbild, wie die Großzehe quasi nach außen weggekippt ist. Die anderen Gelenke stehen übereinander und die Großzehe ist hier zur Hälfte aus dem Gelenk herausgesprungen, weil der Fuß so breit geworden ist. Und man erkennt auch auf der unteren Seite des Bildes den knöchernen Ballen, der dann unmittelbar unter der Haut sitzt und hier zu dieser Schleimbeutelentzündung neigt. Ist irgendwann die Operation unumgänglich? Das hängt natürlich von dem Leidensdruck des Patienten an. Wenn der sagt, ich kann nicht mehr normal laufen und nach kurzer Distanz habe ich meine Beschwerden. Im Winter kann man nicht offene Schuhe tragen, da kann man sich im Sommer teilweise mit behelfen. Dann kommt der Patient und dann spricht man mit ihm darüber und sagt, also wenn dich das so arg bedrängt, nicht nur der Schmerz, sondern Leidensdruck bedeutet ja auch, ich kann nicht mehr weite Wege zurücklegen. Oder ich kann mit meinen Freunden, Verwandten nicht mehr das machen, was ich früher gemacht habe. Das ist ja auch ein psychischer Leidensdruck, den man hat. Dann spricht man mit dem Patienten und wir haben heute moderne Verfahren, um das zu korrigieren, auch zur Zufriedenheit des Patienten. Um all das zu vermeiden, hat sich die Industrie ja ein bisschen was Nettes ausgedacht. Das ist ein sogenannter Barfußschuh. Soll super bequem sein, super luftig. Was halten Sie von sowas? Macht das Sinn? Das macht in gewissem Umfang Sinn. Es führt den Fuß wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Das heißt, ich habe wieder die Möglichkeit, nicht über die Schuhsohle abzurollen, sondern auch über die Gelenke die Abrollbewegung des Fußes wiederherzustellen, was physiologisch also normal ist. Die sind ja zum Joggen gedacht. Jetzt habe ich immer gehört, für Joggingschuhe braucht man möglichst dicke Sohlen, die viel diese Stöße abdämpfen. Stimmt das dann gar nicht? Das hängt so ein bisschen natürlich davon ab, wo Sie joggen. Wenn Sie jetzt 42 Kilometer durch New York auf Betonpiste laufen, dann ist natürlich ein gewisser stoßdämpfender Effekt des Schuhs sinnvoll. Wenn Sie jetzt guten Waldboden nehmen, einen weichen, federnden Boden, dann wäre das natürlich der richtige Schuh.
Selbst so ein super bequemer Barfußschuh kann die Frau, die wir in der Eifel getroffen haben, schon lange nicht mehr vom Hocker reißen. Von so einem konventionellen Schuhwerk hat sie sich längst verabschiedet und hält es lieber wie unsere Ahnen in grauer Vorzeit. Und dabei ist sie sehr stolz auf ihre wohlgeformten Mauken. Die sind zwar nicht jedermanns Geschmack, aber dafür rundum gesund. Diese Füße tragen überhaupt keine Schuhe mehr. Sie gehören Lucia Falkenberg. Wir sind in der Eifel, haben Spätherbst, es ist kalt und feucht. Für die 52-Jährige kein Problem. Ich habe irgendwann vor 16 Jahren so aus Trotz mal keine Schuhe angezogen und fand das so schön. Habe es dann immer weitergemacht, bis ich irgendwann gar keine Schuhe mehr angezogen habe. Woher kam die Trotzreaktion? Das war so ein Ausbrechen. Ich sage mal, heute wird eine Frau einfach einen Trommelkurs besuchen. Ich war so in Zwängen drin und das war das Einzige, was ich tun konnte, ohne dass irgendjemand drunter gelitten hat. Ich konnte nicht ausbrechen aus meiner Situation. Das war was, was nur für mich war, was ich ganz allein für mich tun konnte. Und der Trotz war, dass es meinem Mann nicht gefiel. Und immer wenn wir Stress hatten, dann habe ich halt die Schuhe ausgezogen, um ihn zu ärgern. Hat die Ehe gehalten? Nein, nicht mehr lange. Lucia Falkenberg hat längst wieder geheiratet. Barfuß läuft sie noch immer. Glasscherben, Nägel, Gestrüpp. All das kann ihrer robusten Hornhaut nichts anhaben. Krank war sie seit Jahren nicht mehr. Sie ist extrem abgehärtet und das nicht nur körperlich. Ich bin sehr viel selbstbewusster geworden, habe mich auf mich besonnen. Meine Sinne sind viel geschärfter. Ich sage immer, ich kann mit den Füßen sehen. Ich habe ein anderes Körperbewusstsein bekommen. Also es hat sich da schon sehr viel verändert. Gibt es Menschen, die Sie für verrückt erklären? Ja, ich denke, 90% der Leute, die mich sehen, die denken, die ist verrückt. Ganz einfach. Aber das stört Sie nicht? Also damit können Sie leben? Ja, sicher. Ja, sicher. Wenn ich doch hinter der Sache stehe und fühle mich wohl dabei, kann mir das eigentlich egal sein, was die Leute denken. Die Leute denken nicht nur, sie sprechen Lucia Falkenberg ständig an. Sie werden krank. Ich werde nicht krank. Sie werden krank. Passen Sie durch. Sie werden krank. Können Sie das verstehen, dass jemand barfuß geht bei dem Wetter? Das fragt man sich. Da fragt man sich wirklich, warum und weshalb. Ich werde nicht krank. Ja, passen Sie mal so. Wann werde ich krank? Ja, ja. Sie haben auch zwei Nieren, genau wie die anderen. Ja, man wird permanent angesprochen, wenn ich jetzt unterwegs bin bei größeren Veranstaltungen, sagen wir mal Volksfesten, Kirmes oder was weiß ich, da ist es oft schon sehr nervig. Da können Sie keine 10 Meter gehen. An Ihrem Arbeitsplatz hat man sich an die nackten Füße gewöhnt. Nichts und niemand kann Lucia Falkenberg in einen Schuh zwingen. Zwischendurch gab es aber schon die ein oder andere Sehnsucht nach Stöckelschuhen. Ich habe vor 5 Jahren mir gedacht, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es gut, jetzt hast du das die ganze Zeit gemacht, ist Zeit mal wieder in Anführungszeichen normal zu werden, trägst mal wieder Schuhe. Hab das auch dann 2 oder 3 Tage versucht, bin ständig hingefallen, ständig gestolpert über jeden Bürgersteig, über jede Treppenstufe. Ja, und dann habe ich die Schuhe in den Sack gepackt und haben sie weggeschmissen. Sie haben gar keine Schuhe mehr? Ich habe gar keine Schuhe mehr. Tochter Bernadette kann sich an eine schuhtragende Mutter kaum noch erinnern, ist aber nie gezwungen worden, ebenfalls barfuß zu laufen. Ich denke mal schon. Sie haben sich auch vom Barfußlaufen nicht überzeugen lassen? Nee, das ist einfach zu kalt und zu spitz und man muss immer aufpassen, wo man hingeht. Und mich würde auch stören, dass die Leute immer so gucken. Bei ihr selber stört es mich nicht, aber für mich wäre das nichts. Andere Teile der Familie haben sich schon überzeugen können. Einer meiner Söhne, der geht seit 6 Jahren auch barfuß. Der hat irgendwann im Sommer seine Sandalen an den Gürtel gebunden und hat es versucht und hat dann auch keine Schuhe mehr angezogen. Und Ihr Mann? Mein Mann fängt langsam an. Das Leben auf bloßem Fuße scheint doch ansteckend zu sein. Vielleicht liegt der Reiz aber einfach darin, einmal sowas tun zu können. Na, ich könnte mir reizvollere Sachen vorstellen. Zum Beispiel das, was mir jetzt hier gerade passiert. Petra Conradi ist bei uns. Sie beschäftigt sich als Heilpraktikerin mit der Fußreflexzonenmassage. Für Menschen, die damit nichts anfangen können. Können Sie uns kurz erklären, was steckt dahinter?